Hallo und herzlich willkommen zurück bei Towns. Unser zweites Geschoss nimmt langsam Gestalt an und ich habe mich, glaube ich, entschlossen, hier doch noch anzubauen und zwar zumindest ein vernünftiges Treppenhaus. Denn das gefällt mir ja nicht mit der Treppe, das finde ich doof. Außerdem habe ich hier, glaube ich, dafür gesorgt. Ah ne, man kann sie noch benutzen, okay. Aber gut, wir brauchen eh mehr Schlafräume. Die Frage ist, wie genau machen wir das? Ob wir hier noch einen Seitenflur machen? Oder ob ich das hier als Durchgang dann nehme? Vielleicht könnte man die Häuser auch einfach verbinden. Das geht, glaube ich, passt. Das würde sogar, glaube ich, ungefähr passen. Ich mache mal eben die Scaffolds und ziehe das einfach jetzt nochmal hier breiter. War doch ein Riesenhaus nachher. So, mal ebenso abchecken. Und dann würden wir hier den Flur hinmachen. Ich kann das ja mal entwerfen und mal gucken, ob mir das dann gefällt. Das Ganze würde dann auf jeden Fall so groß noch werden. Ist natürlich auch ordentlich viel mehr Platz jetzt, ne? Und man könnte hier halt so ein Dreier-Treppenhaus draus machen. Das mache ich dann allerdings aus Holz. Ich könnte tatsächlich auch mal die Wooden Wall benutzen, aber nein, wir nehmen erstmal die weiterhin. So, hier wäre jetzt das Treppenhaus. Die Scaffolds müssten wieder abgerissen werden. Das würde natürlich auch heißen, dass die Fenster raus müssen. Aber das ist auch nicht so das Schlimme, die kommen ja dann da hinten hin. Ich glaube, die Idee, die gefällt mir ganz gut. Nur mit dem, das hier natürlich hochbauen, das würde ein bisschen dauern. Könnte ich die eigentlich hier hinsetzen? Aber ich könnte mir so richtig schön die, Moment, so richtig schönes Treppenhaus diesmal bauen. Fände ich, glaube ich, ganz gut. Wobei ich das ja gerne dann auch hier so parallel hoch, vielleicht dann also den Gang doch etwas anders machen. So, ganz nach unten, dann machen wir das doch nicht hier hin, sondern wir bauen hier. Hier kommen wir rein und dann geht hier die Treppe an der Wand hoch. Über die ganze Länge, dann mache ich den Flur hier so lang, zwei breit. So, und dann können hier noch Zimmer rein. Oder Lagerräume. Oder ich mache größere Heldenzimmer unten Lagerraum. Können wir demnächst auch Waffen lagern? Wie, oder Moment, wie groß wären wir denn da? Das ist ein bisschen zu breit. Ein bisschen zu breit. Selbst wenn ich die Heldenzimmer noch etwas größer machen wollen würde. 4x4. Dann wären wir so. 3, 4. 3. Und hätten hier immer noch Platz für ein bisschen Deko. Wie würde das denn aussehen, wenn wir da Dreierzimmer machen? Ruhig mal eben hier. Dann hätten wir hier hinten noch einen Gang frei. Können wir damit noch irgendwas Sinnvolles machen mit dem Gang? Könnte höchstens dann später nochmal anbauen. Oder wir machen hier noch so eine Meeting Hall. Den Dining Room auch hier rein. Obwohl ja eigentlich möchte ich mehr Zimmer haben. Vielleicht nicht mitten rein. Ich guck mal, was geht. Drei. Drei und dann baue ich das erstmal. Ach, Türe machen wir in der Mitte. So, dahin und dahin. Ein frei, drei, ein frei.
Drei, ein Frei, drei. Dann hätten wir hier noch viel zu kleine Zimmer. Da habe ich mich ein bisschen verplant. Das passt besser. Dann haben wir nämlich hier auch noch eins. Haben wohl hier einen ziemlich großen freien Raum. Aber da kann man ja vielleicht auch einfach noch ein bisschen Deko reinpacken. Und vielleicht auch noch mal ein paar Waffen und Rüstungsständer. Dann können wir die hier hinten wegtun. Die sind sowieso fast leer. Dann hauen wir die nachher hier rein. Und dann können wir hier die Heldenzimmer reinmachen. Dann haben wir das ein bisschen separiert. Und die haben wir halt genug Platz dann für unsere Treppe. Die könnte ich eigentlich auch schon mal angehen. Wobei ich natürlich da diese Scaffolds hier dann nicht brauche. Achso, die reiße ich auch gerade ab. Das ist wahrscheinlich der Grund. Wobei bei den Befehlen hier wird das garantiert in die Hose gehen. Da kann ich, glaube ich, besser dann mal eben das per Hand machen. Ich kenne die ja. Unsere Townies, die halten ja nichts davon, die oberen Sachen zuerst abzubauen. So, eine neue Treppe würden wir dann hier bauen wollen. Unter Furnitur. Ey, Quatsch, nicht unter Mauern. Oder? Was? Buildings? Jedes Mal vergesse ich das. Dekoration nicht, ne. Road auch nicht. Ich klicke mich jetzt einfach hier durch. Da ist es unter Items. Diesmal dann in Schick. Oder so eine Ancient. Ne, die passt besser hier, ne? So, die kann ich ja leider nicht drehen. Das ist das. Wäre schon ein bisschen schöner, wenn ich die selber. Die wird bestimmt auch so gebaut. Hier kommen wir rein. Ich mache das jetzt einfach mal und hoffe mal, dass diesmal dann das Richtige rauskommt. So würde die quasi gehen. Darunter natürlich dann noch Steinblöcke. In dieser Farbe. So, die Treppe soll ja nicht fliegen. Wobei ich glaube, das hätte ich dann direkt von Anfang an so planen müssen. Da brauche ich wahrscheinlich jetzt noch ein paar Scaffolds. Aber ist ja kein Problem. Die sind ja schnell gebaut, kosten keine Ressourcen und man kann sie auch im Notfall schnell wieder wegnehmen. So, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verguckt da. Lassen wir das mal laufen. Und ansonsten läuft es eigentlich ganz gut gerade. Wir hatten einen Kampf gegen eine Spinne. Gab schon wieder eine Siege hier. Oder ist hier noch vom letzten Mal? Keine Ahnung. Oh, was ist denn hier passiert? Stimmt, das Wasser. Wie weit sind wir denn da inzwischen? Ist ein bisschen zurückgegangen. Hier oben ist auch zurückgegangen und da ist zurückgegangen. Okay. So, das da ist noch ganz wichtig. Wall Construction habe ich noch da ganz oben, ja. Könnte höchstens sein, dass wir gerade wieder kein Holz haben. Nee, Holz ist schon wieder auf. Hier nochmal so ein richtig großes Stückchen abholzen. Hier auch nochmal. Bauen wir jetzt so richtig schöne Holzvorräte erstmal. So, alles weg. Ist, glaube ich, gar nicht viel, ne? Ne, nur so ein paar Bäumchen. Aber egal. Shopping ist auch ganz oben. Ah, ich brauche keinen zweiten Hauseingang. Hier ist ja dann ein Hauseingang. Gute Platzierung für den ersten Block. Und die Wall muss weg. Ansonsten frage ich mich zwar, warum da ein wooden Block hinliegt, der ist wahrscheinlich abgestürzt. Ich denke, diese dazwischenliegenden Blöcke, die fallen einfach runter. Auch dieses Scaffold, seht ihr, hier ist der Befehl weg und da liegt eine Scaffold, die falsch ist. Ich denke, die hat da einer zuerst unten gesetzt. Also ich glaube, ich muss hier tatsächlich pingelig hingehen und
die richtige Reihenfolge des Bauens beachten. Da hat einer Hunger. Warum? Raw Food fast alle. Oh. Ach, das war doch klar. Müssen wir mal eben ein bisschen mit Obst überbrücken. Dass dann doch die Priorität da nochmal ein bisschen anpassen. Gathering hoch. Shopping ein bisschen runter. Butchery auch. So, dann macht mal bitte ein bisschen was zu essen und sammelt ein paar Pflänzchen, bevor ja noch einer nachher verhungert. Das wollen wir ja nicht. So, ansonsten würde ich sagen, sieht es eigentlich ganz gut aus. Die Happiness ist auch sehr hoch. Glaube fast, wir könnten sogar neue Immigranten kriegen, wenn wir noch freie Räume hätten. Hier stehen die ganzen Pflanzen, aber die Räume sind auch noch frei. Teilweise. Also da haben wir noch. Könnten also noch welche kommen. Ja, wie sieht es sonst aus? Da liegt ein Hühnchen. Das müsste mal gekocht werden. Der Dining Room, der gefällt mir eigentlich, ne? Den würde ich nicht ungern ändern noch. Vielleicht wäre da ein zweites Haus auch schick gewesen, aber störte mich jetzt mit der Treppe. Da versuche ich lieber nochmal die Treppe jetzt hier vernünftig hinzukriegen. Und ich meine, ein separates Wohnhaus können wir immer noch machen. Und hier wollte ich ja auch noch eins machen. Aber hier, die ganzen Eisen- und Metallgegenstände fehlen auch noch. Da müssten wir doch inzwischen auch einiges haben. Zwei Eisen gelagert, Kohle. Hier liegt auch noch jede Menge Zeug rum. Das ist, glaube ich, das, was wir vorhin gekauft haben. Inklusive Gold. Das sollten wir vielleicht auch mal irgendwo anders hinschleppen. Hier hat wer Stühle hingestellt. Die Stühle, die ich hier geixt hatte, wahrscheinlich. So, dann würde ich natürlich hier auch gerne noch Boden reinkriegen, ne? Also wieder so eine Straße einfach machen. Na, jetzt warten. Jetzt lassen wir erstmal ein bisschen sacken hier. Müssen wir ein bisschen Zeit überbrücken. Wobei ich mich halt auch gerade frage, wenn das so hoch ist, das Shopping, warum hier nicht geshoppt wird. Bei 18 Leuten. Vielleicht doch nochmal hier die Berufe ein bisschen kleiner. Ich glaube, von den Köchen und von den Trageboys nehme ich jeweils einen raus. Na komm, machen wir mal sowieso. So. Bisschen mehr allgemeine Arbeiter. Die wir dann auch mal eben automatisch equippen lassen. Soldaten lasse ich noch mal weg. Da bin ich mit meinen drei Kriegern im Moment noch ganz zufrieden. Die Sieges sind ja noch nicht so heftig. Da wollte ich noch so ein Bettchen draufsetzen. Da liegt wieder ein geixtes. Das könnten wir auch anlocken. Also ich bin ja immer noch versucht, hier zu sagen, alles, was das X hat, einfach zu zerstören. Irgendwie habe ich das Gefühl, das wird sowieso nicht mehr benutzt. Auch wenn es ja eigentlich könnte. So, setze ich hier oben noch ein Bett drauf. Und dann können wir ein bisschen beim Hausbau noch zugucken. Zuckerrohr. Genau. Da habe ich ja auch noch einen Hinweis bekommen von Michael. Das muss nahe Wasser sein. Das kann ich also im Grunde auch wieder abreißen hier hinten. Und der Brunnen an sich auch. Ich weiß gar nicht, ob das nah genug ist. Egal, den kann ich da mal stehen lassen, aber das Feld. Das können wir wieder wegnehmen. Until humus on grass.
Ach so, ja. Die Frage ist, wie kriege ich das hier überhaupt? Kann ich das nur so? Cut, Zucker, Cane, Seed. Genau, Cut. Ha. Hier alles wegcutten. Und dann machen wir da halt noch ein irgendwas raus. Ein anderes Fältchen. Sugarcane hätte ich allerdings trotzdem gerne. Und würde, glaube ich, dann hier noch ein kleines Feld hin machen. Da brauchen wir eigentlich nicht viel von. Ja, warum nicht? Nur so ein kleines oder sechs. Machen wir neun. Neun ist gut. Dann pflanzen wir das eben um. Weil ich echt. Schade, dass man das nicht. Kann man das sehen? Ich baue auch nochmal einfach einen Testbrunnen. Vorausgesetzt, ich finde den Brunnen nochmal. Da wurde gekämpft. Giant Spider. Schon wieder ein Siege. Na, gehen wir mal hin. Oder, aber auch da ist Borin Harkord Level 17 auch schon mit dran. Aber ich glaube, ihr geht's nicht so ganz gut. Well. Den anderen geht's. Ist leicht verletzt, aber passt schon. Wir haben ja ein Hospital. Ich wollte einen Testbrunnen bauen. Sobald ich rausgefunden habe, wo der Brunnen ist, mache ich das auch. Unter Utilities. Genau, da war der. Ich setze den einfach mal eben hier hin und reiß das da, obwohl. Ja, dann machen wir den mal eben weg. Mir fällt übrigens gerade auf, dass dieses Unlock vielleicht deswegen nicht funktioniert, weil das einfach nachträglich nicht zählt. Also setze ich jetzt den Whale nochmal, nachdem ich den unlocked habe, in der Hoffnung, dass er jetzt einfach darüber getragen wird. Und das funktioniert. Okay, das müssen wir uns merken. Erst anlocken, dann neu. Okay, und auch hier kann ich das durchschleifen. ausprobieren. Unlock. Weiß nicht, ob das zählt. Ich weiß noch nicht, wie weit die Reichweite ist. Ich mache mal eben so. Tragen wir das Ding doch da mal eben rüber. Und. Das klappt. So könnten wir bestimmt das Zucker, das Wasser da hinkriegen mit einer Brunnenpipeline. Aber das wäre natürlich extrem teuer und wir bräuchten immer Buckets. Und Buckets, die kosten nur Holz. Aber das wäre ja total. Ach, warum nicht? Würde mich jetzt einfach mal interessieren, ob das geht. Ich versuche es einfach mal. Haben wir auf jeden Fall auch genug Wasser. Ist natürlich die Reichweite ein bisschen fraglich, das weiß ich nicht so genau. Ich teste das jetzt einfach mal. Mal gucken, wie das funktioniert. Wegmachen können wir das immer noch. Und hey, ich hatte schon vor einer Stunde gesagt, hackt mir doch mal bitte das Holz da weg. Also go. Wie sieht unser Nahrungsmittelvorrat aus? Oh, sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Im Moment ist ein bisschen der Wurm drin. Ich glaube, ich muss die Mauer dann doch nochmal nach hinten verschieben. Die Fenster könnten wir dann umsetzen schon. Die sind ja schon unlocked. Haben wir denn da auch genau gleich viele? Ja, aber. Ne, eine fehlt, glaube ich. Die waren unter Fornitur Fenster. Furnitur, nicht Fornitur. Da eins hin. Eins, zwei frei. Da eins hin. Das ist richtig. Da ist die Mauer. Nö, habe ich nicht richtig. Macht aber nichts. Das, also so funktioniert das gut. Das können wir benutzen. Da ist eine Stonewall runtergefallen, glaube ich. Oh nein. Ah nein, das war die falsche.
3D-Cursor anmachen wäre hilfreich gewesen. Okay, Gott sei Dank bleibt das da oben wenigstens stehen. Jetzt müssen wir das nochmal eben neu machen. Da eine Wand hin. Ah, oh, jetzt geht das nicht wegen dem Ding. Ganz schön tricky hier. Ah, ist nur ein kleiner Schaden. Nichts, was man nicht auch nach einer durchzechten Nacht angestellt hätte. Guck mal hier, da kann man dann die Statue schön von außen sehen. Ich muss auf jeden Fall sicher gehen, dass es irgendeinen Übergang gibt. Deswegen nehme ich das Fenster da auch mal raus. Ich möchte nicht wieder, dass die da wegen den Fenstern da oben irgendwo rumstehen und verhungern. Ich meine, ich bin jetzt zwar hier ziemlich auf Nummer sicher gegangen, aber dennoch. So, wir brauchen da noch eine Tür. Die ist auch unter Furnitur. Furnitur. Und Holz, ja. Alles klar. Dann würde ich sagen, haben wir für heute einiges umgeplant und hier ordentlich gebaut. Warum da auch immer gerade Scaffolds, oh oh, Scaffolds rumhängen und jemand verhungert. Warum sind da oben Scaffolds? Die sollten eigentlich daneben sein, ne? Das ist gar nicht gut. Schlecht gebaut jetzt. Den retten wir noch eben. Das müsste reichen. Halte durch. Halte durch. Super. Ich lasse die trotzdem nochmal da. Die machen wir dann später weg. Okay, damit verabschiede ich mich für diese Folge. Sage bis zum nächsten Mal. Euer Schumbock.